Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind in der letzten Folge am Ende nochmal nach Privetslavitz gelaufen, geritten und haben mal in der Truhe geguckt. Es sind 87.000 Groschen drin, sehr schön. Und ja, was haben wir jetzt noch zu tun? So ein paar kleine Nebenquests wollte ich noch machen, so die Folgen ausklingen lassen und dann machen wir ein Pauschen bis zur nächsten DLC. Ja, Privetslavitz, wie gesagt, ist komplett ausgebaut. Jetzt haben wir da unten noch ein Banditenlager. Das soll man noch killen. Das sind sehr schwere Banditen, die wir da haben als Gegner. Dementsprechend wird es auch hart für mich. Ich werde wieder heulen und meckern, aber es macht nichts. Aber irgendwas soll ich jetzt machen. Ich habe es aber völlig vergessen. Irgendwas soll ich machen. Genau, richten. Wir haben doch noch hier die Arbeit als Vogt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das spielt ja auch immer eine große Rolle auf uns. Und irgendwas ist jetzt hier wieder zu tun. Und bevor wir da jetzt nichts in unserem Dorf machen, und wir spielen ja noch den DLC, es wäre blöd, wenn wir gar nichts machen. Richten. Mal gucken, was für ein Problem entstanden ist, was wir mal wieder als Vogt klären müssen. Da bin ich ja mal gespannt. Und immer noch gespannt. Und da ist er richtig gespannt. Oh, ist er jetzt gespannt. Die Spannung steigt noch ein bisschen mehr. Worum geht es diesmal? Wir brauchen einen Fleischer und es sind gleich zwei gekommen. Wir haben aber nur Platz für einen. Hä? Der bessere soll es sein. Oder nicht? Genau das ist es ja. Sie sind beide nicht gerade Meister ihres Fachs. Oh. Ratai wollte beide nicht, aber wir können nicht so wählerisch sein. Was ist mit Ihnen? Sie können doch nicht beide komplett untauglich sein. Nein, aber den Leuten zufolge ist der erste, Kochwurst, keine ehrliche Haut. Er betrügt das gemeine Volk, behandelt aber die Betuchten, den Adel und die Gesetzeshüter redlich. Weshalb er noch nie offiziell einer Gesetzeswidrigkeit angeklagt wurde. Aha. Der andere Fleischer, Brisket, hatte immer einen Ruf als ehrlicher Händler und guter Christ. Doch dann beschmutzte er seine Zunft, indem er eine Kuh schlachtete, die eines natürlichen Todes gestorben war und das Fleisch den Armen gab. Ah, also ist er ein Unehrbarer wie der Schinder und man sollte kein Fleisch von ihm erwerben. Ganz recht. Es ist also so. Der eine ist unehrlich, der andere unehrbar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich muss mich bestimmt entscheiden. Nun, Brisket mag zwar seine Ehre besudelt haben, aber nur um seinen Glaubensbrüdern zu helfen. Er hat mutig und redlich gehandelt. Und genau solche Leute brauchen wir. Yeah. Ja! Ich hoffe, du hast. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich sage ihm sogleich Bescheid. Das war eine wichtige Entscheidung, ne? Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz einen Prozess mit dem Banditenlager. Oh Gott, ich werde sowas von auf den Arsch kriegen. Dafür reiten wir aber nochmal schnell nach Rovna. Das geht fixer. Obwohl, ich weiß nicht wirklich, was schneller gehen würde, wenn wir jetzt hier so reiten in den... Das ist ja Schnellreisen. Oder wenn wir manuell reiten. Ich habe keinen blassen Schimmer, was schneller gehen würde. Aber wir würden es rausfinden. So, während er das tut, kann ich mal kurz auf den Desktop zaubern. Ich habe nämlich ein kleines Problem gerade. Ich habe heute jetzt gar keine Zeit für gar nichts. Aber ich habe so einen Bock zu zocken auch, ne? So. Oh nein, mein Ton. Gleich wieder da. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen bei Stardew Valley, was ich ja auch Let's Play, mit einem Pappennase. Frisch aus der OP gekommen und jetzt erstmal Stardew. Krass. Also für mich persönlich eine Riesenehre, dass jemand wirklich mein Video guckt, nachdem er gerade aus einer OP kommt. Wahnsinn. Hätte ich damals nie gedacht, als ich mal mit YouTube angefangen habe, dass Leute wirklich meine Videos gucken. Erstaunlich. Aber hier guckt ja kaum noch einer bei Kingdom Come Deliverance. Aber wir wollen es ja trotzdem einfach ausklingen lassen und nicht einfach beenden und sagen, ich mache jetzt Feierabend, weil es keiner mehr guckt. Nein, ich will es noch ein bisschen genießen. Markiere mir nicht das hier, nein, markiere mir die Banditenlagerkacke. Und dann reiten wir da mal hin. Ich habe ein bisschen Bammel, muss ich zugeben. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass das wieder mal so richtige Hardcore-Banditen sind. Das sieht aber aus, als ob da eine sehr große offene Fläche wäre. Und boah, ein super Sprung. Oh, komm, Pferd. Das war jetzt da wohl nix. Einfach in der Luft gesprungen. So. Ja. Wie spät haben wir überhaupt? Ah, kacke. Ich muss aufpassen. Ich will auf keinen Fall in der Nacht kämpfen. Ja. Aber es müsste jetzt halt nicht passen. Das Pferd, das taucht nicht. Die Bohne, was Springen betrifft. Spring da rauf, Pferd. So. Ja. Das ist erschöpft. Mein Arbeitspferd. So, Naturbursche. Tim. Boah, da komme ich nie durch. Boah. Also die Büsche, die hätten sie wenigstens durchgängig machen können für das Pferd, ne?
Das ist echt komisch, vor so einem Busch zu rein. Boah, bin ich hier gelandet, ey? Im Buschhausen? Was los? Mann. Ich will doch nur ein Banditenlager auslöschen, wenn ich. So. Okay. Kann ich mehr weit sein? Da ist noch ein ganz schönes Eckchen. Wo bin ich hier? Ah ja, hier sind die Skalitzer Berge. Das ist ein bisschen schwieriger. Hoffentlich ist das nicht wieder so schwer zu finden wie letzte, wie gestern. Das Banditenlager war echt schwer zu finden. So, Pony. Gib alles! Wir werden es ja merken, wenn wir im Questgebiet kommen. Ach komm, ey, dieses kleine Gestrüpp. Wenn wir da sind. Und dann geht es hier um die Wurst. Hier ist sehr großes, offenes Gelände. Ich versuche wieder einen zu snipen. Wer sich anhört. Da, wir sind drin. Ich glaube, die müssen wir nicht lange suchen. Ich glaube, die müssen wir wirklich nicht lange. Da sind Zelte, glaube ich, im Wald. Im Wald. Da sind sie doch schon, vor meiner Nase. Hey, wer ist da? Scheiße, haben sie mich gesehen. Ja. Ich hab einen Plan. Oh nein, das war ein Scheißplan. Was hast du jetzt versucht? Das war ein richtiger Drecksplan. Bin hingefallen. Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Lauf um dein Leben! Wo sind alle? Schnell! Schlagt Alarm! Ja. Seid vorsichtig! Negan, seine Stimme. Guckt euch die Typen an. Das sind die Killer der Killer. Hey, ihr alle, hier sammeln. Ja, ihr alle, ihr sammeln. Wir machen einen Bogen. Alarm. Oh, da stehen wir, sind zu weit geritten. Und fuck. Boah, auf den Dates. Hey, oh, oh, oh. Ich komme nicht weit genug. Boah, voll ein reingesammelt. Ja. Ha, was mache ich denn hier? So, jetzt erstmal entspannt bleiben, komm. Hat er mir einen schönen Flitzebogen reingehauen. Ich werde dich finden, elender Hund. Das ist nicht der Banditenführer. Das ist der. Ne, ist ein Bogenschütze. Ach, fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Stecken. Oh. Das hat sich nach dem Kopf angehört. Okay, ich muss aussuchen. Sie sind echt schwer. Das nennst du ja. Alter, der Bogenschütze ist gut. Der trifft richtig im Ritt, ey. Wir haben so eine schöne offene Stelle. Müsste eigentlich ganz gut klappen. Oh, ja. Treffer. Wenn's pff macht, habe ich getroffen. Wer bist du denn? Haha, Blutrausch. Der soll mir da ein bisschen helfen. Boah, gerade falsch. Ja. Ah, die hören immer auf zu kämpfen, ne? Und komm mal ganz gemütlich. Und weg. Die holen wir uns alle nacheinander. Lebensmüde, was? Ja. Das nennst du kämpfen? Nein. Boah. Ich bin nicht vom Pferd gefallen. Was ist los? Komm schon! Ja! Ja! Kariki! Trau dich doch! Was ist denn der Anführer? Das ist der schwer gepanzerte Typ. Ja! Jetzt fällt er runter? Nee. Fällt er runter? Ja! Ja! Das ist schwer zu treffen, die Buben, ey. Was ist mit euch? Ich schlachte dich an. Das war voll der Treffer. Wow. Auf den Koppel. Du wirst leiden. Ja. Alle, Doktor. Warum sprechen die eigentlich so viele Sprachen? Ich hab die Knie bekommen, was? Nein, hab ich nicht. Ja. Ich spür die Macht des Kriegshammers hier. Los. Komm schon. Verdammte Scheiße. Hörpa. Was ist mit ihm? Das nennst du kämpfen? Ja, aber. Ich überreite dich. Ich glaube, das ist down. Also, der Anführer war noch nicht dabei, was aber gut ist. Dann haben wir den noch für uns. Du
Gnadenstoß, ja, der backt da so rum. Dann machen wir mal kurz einen Prozess mit. So, plündern. Ein Banditenohr. Gib mir deinen Flitzebogen, dein Hütchen, deine Groschen. Sehr schön, sehr schön. Schrott, Ringelblumenaufguss in silberner Kelch. Der Rest gefällt mir nicht. Die Armschiene nehme ich noch gerne. Was ist der andere? Das war weiter hier im Feld, ne? Ich kann nicht rennen. Auch nicht springen. Aber springen ist irgendwie wie rennen. Cool. Was ist das denn? Brennnessel. Das ist Gräber. Was bauen die denn hier für komisches, interessanter Ort? Graben? Nein, ne? Okay, das ist nicht das, was ich will. Erstmal nehmen wir ganz kurz das hier. Ah, das ging schon. Das war die Reparatur. Wo ist der Leichnam? Der Bandit müsste irgendwo da hinten sein, der Banditenführer. Aber er war doch noch einer. Das kann nicht sein mit dem Pferd. Okay, wir werfen die Sachen erstmal schnell im Pferd rein. Mann, das geht mir auf den Sack, ne? Dieses Umpacken ständig. Weil man irgendwie immer überlastet ist. Der lag genau bei mir. Der andere müsste in der Richtung Pferd sein. Guck, Blickrichtung. Sind da ein bisschen wild geritten hier, ne? Was ist denn der Leichnam? Na gut. Ich denke, ich bin... Das ist noch nicht alles gewesen. Da oben war auch noch einer. Ja. Da. Ist das er? Ist er weggerannt und gestorben? Ohr? Groschen? Gute Sachen, ey. Huhu. Na, der Helm war scheiße. Dietriche. Und nicht überladen, Gott sei Dank. Aber wir haben doch hier oben einen Bogenschütze platt gemacht, ne? Ja, ist ja egal. Ja. Für Geld haben wir ja genug. So. Der Banditenführer wird wieder eine Hausnummer. Ach Mann, ey. Man muss auf die Tastatur gucken, wenn man schleichen will, ehrlich. Der ist gar nicht da. Da pennt einer. Das ist ja der Banditenführer mit Sicherheit. Ne, ist er nicht. Alarm! Bleib! Hey, ihr alle hier sammeln! Da ist nicht ist mehr viel zu sammeln. Typ. Und, wapp! Alter, ich habe wirklich die Schnauze voll. Nimm Helm ab, dauert wieder 8 Wochen. So. Ach, fuck. Aber manchmal muss das gedrückt halten, manchmal nimmt er den einfach auf. Plündern. Gib mir dein Ohr, gib mir deine Axt, gib mir deine Beckenhaube. Dietrich. Groschen, wo ist denn der Banditenführer? Wo ist der denn hin, der Penner? Boah, was für wertvolle... Was war das denn? Das war aber nicht der Banditenführer, ne? Ich bin immer noch im Questgebiet. Beckenhausen von der Beckenhaube. Was ich gerade gesehen habe, das sah sehr gut aus. Die hier. Ah, bringen aber keine besseren Werte. Wir sind aber auch kaputt, davon nicht vergessen. Ah, wieder überladen. Ach, das ist doch Wahnsinn. Otto Schmieds auch. Komm, hier, 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 hier. Ja, überladen kämpfen geht gar nicht. Aber irgendwo gammelt der Banditenführer rum. Kann ich erzählen. Oh, ein Nest mal entdeckt. Dann nest ich doch mal ein bisschen.
Dietrich. Banditoführer, wo bist du? Ich bin doch auch unbewaffnet hier. Der muss jetzt wiederkommen. Oder habe ich ihn schon gelegt? Ne, da wäre ich nicht im Questgebiet. Ist ja Blödsinn. Das ändert sich ja dann. Dann gucke ich mal in dein Lager rein. Du kommst ja eh wieder nach Hause, du Dumme. Nein, das sage ich nicht. Das wird sich reimen, aber das sage ich jetzt nicht. Was ist denn das Lager jetzt? Die sind echt saugut versteckt, ne? Also muss man sagen. Geäst. Durch die Verfolgungsjagd ist ein bisschen verlaufen. Das Pferd, dann ist doch da das Lager. Ist der Banditenführer wieder da? Hallo. Waren wir hier schon mal dran? Ja, war ich schon mal dran. Tatsächlich ekelhaft, ne? Ist was. Die einzige Möglichkeit, die ich mir wieder... Ach, guck mal. Der hat aber echt einen guten Schlaf, wa? Jetzt komme ich eh nicht durch. Hey! Ihr alle, hier sammeln! Was rennt ihr denn alle weg? Alarm! Alarm! Du bist der einzige Überlebende. Boah, ist so schnell. Hier drüben! Wo sind alle? Ein Kampf der Ausdauer. Yeah. Mist! Dann kann ich nicht erschießen, der hat Rüstung an. Komm, jetzt schaffe ich noch einmal Ausdauer. Mäßig. Verliert er überhaupt HP? Banditenführer, hallo, du bist aus deinem Questgebiet rausgerannt. Du verursachst auch nur Bugs so. Wir sind immer mehr im Kampf. Mal versuchen wir mal mein Glück mit dem Bogen. Ja, ist doch viel zu schwer, wenn der Zickzack läuft. Hör auf. Was? Da ist wie Forrest Gump hier, ey. Hallo. Kann der jetzt unendlich lange weglaufen? Wo ist er denn jetzt da? Ja. Ich könnte mal die andere Waffe. Das dauert immer lange, ne? Ja. So. Hallo. Weglaufen tun nur Feiglinge. Wie ich. Oh ja, der voll die fette Rüstung an. Der könnte so gut kämpfen. Das würde dir Spaß machen. Alter, das ist aber mega seltsam hier. Okay, den muss ich platt machen. Das hat mal nicht so geklappt, lieber Entwickler. Einfach umgefallen. Gnadenstoß, glaube ich. Und Blutrausch. Okay, wir haben ihn scheinbar doch getroffen. Aber den will ich haben. Also ich muss sowieso alles looten. Boah. Hat er gleich mehrere Sporen dabei. So. Auf nach Hause, ne? Wo müssen wir denn hin? Ins Kloster, ne? Das wird eine halbe Ewigkeit latschen. Wir müssen ein paar Sachen im Pferd werfen. Wir können die Rüstung. Das war also ein ziemlich blöder Kampf, gebe ich ja offen ehrlich zu. Aber die Bezahlung ist einfach so über hier. Vielleicht ist das nächste ja nicht so heftig. Dämlich. Spieler, Kampf, nein. Inventar, Nahrung, Waffen. Rüstung. Will ich mir wieder überladen, wie immer. Von der Werte her wird mir nichts angezeigt. Ich finde es ein bisschen Charisma, aber einen komischen Namen. So, sind wir wieder leicht wie eine Feder. Runter zum Kloster.
Ja, will ich und auf geht's. Mal gucken. Ob das so tadellos funktioniert. Bist du wieder da? Da müssen wir ein bisschen heier machen, sehe ich gerade. Und dann hoffe ich, dass wir wieder so eine übertriebene Belohnung bekommen. Nein, kein Überfall, keine Lust. Wir haben genug zu verkaufen. Nein. Ach, scheiße. Nein. Ah, gut. Hä? La 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 la. Können wir denn da pennen? Vielleicht hat er da ein schönes Bett. Ich weiß, dass wir da vielleicht bei den Dings schlafen könnten. Bei den Ärzten, nenne ich sie mal. Ja, ja. Es geht nachts nicht. Ein Krankenbett nehmen wir uns einfach mal. Ein Krankenbettchen. Ach, Wahnsinn, ey. Heute bin ich so ungeduldig, weil ich so viel zu tun habe. Und dann geht mir die Ladezeit besonders auf den Sack, ne? Die so heftig ist hier. Ja. So, wir müssen jetzt mal pennen. Und dann gehen wir zu den Lümmeln. Hier war das. Wir haben auch noch eine Mission, aber irgendwie habe ich die nie geschafft. So, wer ist... Ich will ein schäbiges Bett haben. Ich habe nur so ein schönes hier, verdammt. Schmeiß mich auch nicht hier. Das ist so richtig eklig. Und bis morgen früh, so um 9. Kriegen wir auch mal die Energie wieder, ey. Dann geht's nach Sasau und dann verkaufen wir nochmal. Aber wir werden wahrscheinlich sowieso wieder ein weiteres Banditenlager bekommen. Ich sag mal 3 oder 4. Und dann dürften wir aber danach keine Mission mehr bekommen, ne, von denen. Als, das ist ja sowas wie eine Hauptmission, ne, alles hier zu säubern. Letzte Stunde. Haben wir aber gut genächtigt hier. Die Energie komplett gewirtschaftet, gehaushaltet. Wieder topfit. Tapfit und gesund. 9 Uhr. Ich hab keinen Bock zu warten. Auch wenn es genauso lange dauert. Kostet vom Ladebildschirm im Ladebildschirm. Spiel gespeichert. Sehr schön. Ging aber schnell. Guten Morgen, ihr Kranken und niemals gesund werdenden. So. Boah, ist das ruckelig heute. Ja. Zap, zap. Türwache ist heute nicht da. Oh. Hoffentlich ist er da. Der sitzt wahrscheinlich wieder irgendwo rum. Da haben wir auch gekämpft, dass wir hier rein dürfen. Schreibt bestimmt. Ja, ist mir doch egal, ob das hier geheim ist oder nicht. Was zur Hölle war das? Bist du das? Nein. Kürzier, okay. Der ist bestimmt oben. Boah, ich wollte gerade eine Kiste aufmachen, da sitzt da einer, ey. Da ist er. Hör mal, Keule. Sebastian vom Berg. Der kann mich nicht leiden. Ich kann ihn. Es ehrt mich, dass ein Ritt. Trophäen und erstmal ein paar Öhrchen. Meine Güte, sind das. Das Lager ist Geschichte. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Taler. Ach ja. Und wie kannst du das beweisen? Hiermit. Hiermit. Gut. 1925 Groschen. Einige Holzfäller haben uns über ein Lager gegenüber der Furt auf der bewaldeten Landspitze unter. Ja, 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 gut. Ich sehe. Lebe wohl. Das nächste Banditenlager wartet. Das ist ein bisschen heftig, ne? Ein bisschen eintönig, aber der Kampf ist ja immer ein anderer, ne? So, wo müssen wir denn hin? Holzfäller, das ist nicht weit, glaube ich, oder? Da oben. Da können wir hinreiten. Oh, das ist wieder super versteckt. Werde ich mit euch erstmal zur Brücke. Das ist eine Ecke, wo wir auch wirklich noch nicht so oft waren, ne? So, wir kommen jetzt hier raus, verflucht.
Und dass ich vom Pferd gestoßen werde. Kackmauer. Da. Ja. Ja, da kommen wir raus. Erstmal zur Brücke. Oh, das wird ein spannender Kampf, glaube ich, da mitten im Wald. Ja. Ist noch Maximalspeed hier oder was? Ist auch nochmal ein Unfall. Ha, aus der Kurve geflogen oder was mit seinen Karren? Fantastisch, ey. Querfeld ein. Also das machen wir noch platt. Egal wie lange das dauert. Und dann muss ich los. Viel zu tun. Man nimmt sich zu viel vor im Urlaub. Kennt ihr das? Vor allem Filme gucken, ne? Ich habe noch nicht einen Film geguckt, den ich gucken wollte, ne? Ich hasse mich dafür. Was ist das denn da? In Klamotten rum? Da bin ich noch nie rübergegangen. Noch nie. Da hat einer gewaschen. Wahrscheinlich so überfallen worden. So, das war die Brücke. Ja, Map. Und dann müssen wir jetzt einfach hier am Ufer lang. Bis im Questgebiet, okay. Ja. Ja. Wir sind nochmal Köhler. Die guten alten Köhler. Lager. Guck mal, das haben wir doch nicht entdeckt gehabt. Irre. Das sind Fremde für uns. Da könnten noch tausende von Geheimnissen sein. Boah, das wird schnell. Das könnte doch nicht gesund sein hier. Oh. Mein Lager. Oh, hier ist gar kein Weg. Verdammt. Aber es ist ein Ufer. Was einfach aufhört. Oh nein, Pferd, hör auf. Oh, es wird schwer zu erreichen sein. Komme ich denn nie durch? Scheiße, ich muss zurück. Irgendwo einen Weg finden. Hier kenne ich mich gar nicht aus. Was heißt das hier aus? Hier ist ja eh nur Wald, aber. Schwieriger. Mein Gott, nee, bleib doch nicht an jeden Busch hängen, du blödes Pferd. War jetzt ein Weg oder nicht? Sieht aus wie ein Weg. Ja, müssen halt ein bisschen zickzack gehen. Ist halt so. Weil ich habe keinen Bock, da mich mit den Büschen rumzuquälen. Im Hochsitz. Also manchmal darauf gucken lohnt sich. Aber wofür waren wir nicht schon mal auf dem hier? Das kommt mir gerade so mega bekannt vor. Was beobachtet der? Hier ist nichts. Wieder runter. Ist erledigt. Na, der hätte er jetzt entdeckt. Den kennen wir schon, tatsächlich. Ja. Aber ein weiteres Banditenlager will ausgemerzt werden. Ich habe ja ein bisschen Bammel, muss ich zugeben. Wir sind im Lagerbereich. Und das wird schwer zu finden sein, das weiß ich jetzt schon. Und es ist ja also dicht bewachsen, ne? Kein Hund, geradeaus irgendwie. Pilze, wir könnten ja auch mal Alchemie skillen. Und Kräuterkunde. Na da. Das sieht schwer nach Lager aus. Groß aus. Nicht pfeifen. Das ist ja voll viele. Alter, das ist nicht mal mein Lager, wa? Wartet mal, ich hab mal einen Plan. Hoffentlich kommen die jetzt nicht hier vorbeigelaufen. Oh. Sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Hä? Alarm! Oh. Er hat keine Waffe equipped. Warum? Zu Nimm den doch Waffen! Ein... Hier rüber! Oh, hast du gesehen, der hat alles abgeblockt. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind.
Das ist aber nicht der Banditenführer. Er ist fast down. Blutrausch. Guck mal, was du mit deinem Banditenführer nachher machst. Dein Ohr. Deine Groschen. Der Rest ist mir egal. Hier so kumanische, was? Der hat kumanischen Scheiße. Wow, da haben wir gewonnen. Cool. Okay. Ach, ich kann das hier alles mitschleppen. Problem. Natürlich hat er mich gesehen. Ich wollte ja einmal sneaky-mäßig da jetzt rein. So, ich bin mal ganz kurz. So. Und ihr seht mich immer. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Kein Ton. Daneben! Aua! Scheiß Headset aufsetzen. So. Ist auch voll ohne Ton, voll Kacke. Boah. Voll in der Face. Boah, haben die alle wertvolle Sachen an. Wer ist da? Hab ich gehört. Schaffen wir jetzt mal? Oh, du bist, ich glaube, du bist ein Banditenführer, ne? Kann das sein? Das geht ja voll gut so. Ich nehme dich aus wie einen Hasen. Ich werde dich ausnehmen wie ein Hase. Aua. Hör auf. Der Hase. Dobre Della. Weiter nehmen. Ich hab gar nichts gemacht. Schon die halbe Viertel HP weg, ey. Hep. Au, piekst er mich. Das geht um Leben und Tod. Das ist aber auf jeden Fall der Banditenführer, oder? Haha. Der hat gesessen. Und der hat gesessen. Und der nicht. Der hat voll viele Rüstungen. Habt ihr gesehen? Unrealistisch. Der ist ja. Dreht er sich den Rücken über den Block noch. Verdammt! Pass auf mein Pferd auf, du Arsch. Mit dem Bogen kannst du bei denen gar du nichts. Du wirst leiden. Du. Kannst du dich den Baum treffen? Boom! Das hier mit gerechnet und damit auch nicht. Doch, damit hat er gerechnet. Aua, au. Du machst deine ganze Scheißrüstung kaputt. Aber ich krieg ein Vermögen, wenn ich dich töte. Pferd, Vorsicht. Wow, der war schön. Ah, der war auch gut gestochen. Hohoho. Feierlack. Gott. Mhm. Komm, Baby. Immer derselbe Kampfstil, ne? Steige ich genau da, wo er sein Schild hat. Sehr dumm. Okay, komm, Baby. Von unten. Boah, dann hat er mich erwischt. Oh, blöder Baum hier. Was ist das? Da ist noch einer. Hey, wer ist da? Das ist scheiße, das ist ungut. Wer ist denn da? Was ist? Du musst jetzt schnell down sein. Unterhaltung! Vorzüglich! Oh, das ist aber auch noch so einer. Ziemlich großer Killer. Warte mal, Pferd. Das ganze Banditenlager kommt. Scheiße. Ja. Oh nein, jetzt kommen da alle.
da. Bäume. Das nennst du kämpfen? Ja. Das wird schwierig. Ja. Oh. Ja. Oh. Einer ist down, einer liegt. Das wird eine Freude. Aua, aua, aua. Pferd fallen, nee, noch gehalten. Komisch. Noch nie gesehen. Eine Route herausfinden. So, jetzt komm. Ja. Ah. Super, was ist denn das denn? Die Rüstung vom Pferd, ne? Ja. Pferd halt durch. Alles gut. Soll das etwa alles sein? Ja. Okay, das ist aber auch schwer zu treffen. Ja. Das war doch voll in der Face. Nein, hab ich nicht. Was? Ey, wie trifft man den denn? Ja. Scheiße. Triffst kein Mensch. Ja. Treffe ich, ich schlage immer zu spät. Noch ja. Einer. Das habe ich doch einen erledigt. Da steht noch einer, ey. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Komm her, Weicher! Boah, das war aber ein Schädelknacker. Oh. Ja. Ja. Aua. Jetzt geht's um die Wurst. Steh auf, Heinrich. Steh einfach auf. Komm her, du Weichei. Das ist ja das Unfaire, wisst ihr? Dann hau dich vom Pferd und hau dich 800 Mal am Stück dann, ne? Aber du hast gar keine Chance, den kurzzeitig nur auszuweichen. Du bist einfach nur geschlagen. Ja. Warte, was ist denn der blöde Bogenschütze hier? Ja. Mir egal, ich brauche nur den Banditenführer. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Über Leichen? Ja. Habe ich denn einen erledigt? Der andere sah mehr aus wie ein Banditenführer, ne? Ich bin besser mit rechts. Ja. Es sind nur noch zwei. Auch bei einem träume ich jetzt nicht mehr, weil mein HP so scheiße ist. Ja. Kerl! Schlag doch mal pünktlich. Was ist das? Oh! Banditenführer down. Ja. Banditenführer down. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, ach, komm. Was? Weißt du was? Du bist geliefert. Ich weiß, ich bin geliefert. Ja, trifft er natürlich noch. Der hat auch eine gute Rüstung an, ey. So. Verdammte Scheiße! Down. Aber der Bogenschütze, ne? Ah, fuck! Hast du gerade auf meinen... Hast du gerade auf Pony... Du machst es nicht lange. ...geschossen? Du machst es nicht lange, sagt er. Aua! Du machst das nicht lange, sagt er. Sollen wir ja einen Banditenführer finden hier. Wie kannst du bloß Pony schlagen? Boah, alle platt gemacht. Ich glaube, war das Banditenführer? Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich das alles verkaufen soll noch. Das ist einfach mal übertrieben, ne? Das war schon ein mächtiges Lager, also bitte. Da kann der Pappnase sich eine Scheibe von abschneiden, ne? Was hat er noch nie zerstört? Völlig überladen. Wie weit bin ich denn weg von Sasau? Dass wir da so hinreiten. Ich hab so ein gutes Schwert, weißt du, dass ich da was übersehe, hab ich immer Bammel. Der Banditenführer war das hier, ne? Was hat der für eine Waffe dabei gehabt? Flachen Ho, irgendein Mist. Fährt das wieder gut? Ja, ne? Tut mir leid. Hat er dich erwischt, das Arschloch. Ja, ich schaff nicht alles. Es ist unmöglich. Ich will noch das Lager einmal durchqueren. Wo ist das Ohr? Scheiße, ey. Allzu viel. Soll ich das denn alles transportieren? Mann! Pferd schafft das doch gar nicht. Dein Pferd kann nicht mehr tragen. Ich bin auch überladen. Wir haben uns überschätzt. Das heißt, wie weit bin ich weg von Sasau? Ich will nichts verschenken. Wir sind ja eigentlich neben Sasau, ne? Also, dann reiten wir so dahin. Ich schnappe mir einfach alles, was ich kriege. Aber wie habe ich denn alle down gekriegt? Nicht schlecht, oder? Nur das Wertvolle. Und Schwere. Warum hat er keine Ohren? Oh, der sieht aber... Habe ich den schon ausgeraubt? Wo war das Lager? Das ist die Frage. Wir sind ja nicht direkt zum Lager gekommen. Was kriege ich da? Da möchte ich aber eine große Belohnung für haben. Hallo? Das war ein harter Kampf. Man könnte auf dem Pferd besser suchen, ne? Dann bin ich höher und... schneller. Da. Okay. Da ist ja keiner mehr. Die sind alle tot. Ey. Boah, das war aber echt ein Mega-Lager. Geil. Mit Pferd sogar. Da oben ist sogar noch ein Lager. Also ist ein Lager im Lager. Wenn das Pferd wegscheuchen, kannst du nach Hause gehen. Aufsitzen, nein. Da ist die Kiste. Also es ist immer ein stattliches Lager, kein Scheiß. Haben wir wahrscheinlich schon mal geplündert, aber glaube ich nicht. Da hätte ich mich nicht reingetraut in dem Lager, nie. Nie und nimmer. Bin nur so langsam. Da ist nochmal eine Kiste, was zu essen. Was zu erwarten, dass da Scheiße drin ist. Schade, also es ist halt schon eher ein Camp. Schon ein dickes, großes Lager. Jetzt gehen wir mal schnell nach Sasau. Und verkaufen mal. Ich muss erst wieder zur Brücke, sonst komme ich nicht rüber. Nehmen wir die Brücke, ne? Oder die hier, komm. Ist ja keine Brücke. Und ich denke, ich habe alle Banditen erledigt, tatsächlich. Und habe auch die Sporen. Ist auch super wichtig, nichts vergessen. Wildschwein, Jagdgebiet, okay. Ja! Hier liegen Leichen. Schaffe ich eh nicht mehr, die zu plündern. Also jetzt ist Feierabend. Mit Plünderung. Das ist ja auch ein schwieriger Wald hier gewesen, ne? Also die Banditen wurden bestraft. Mit dem Tod. Wow, Pferd, springen. Das Pferd wiegt jetzt mit mir zusammen hier, glaube ich, eine Gigatonne. Ja, wir sind vorhin auch nicht über die Brücke gegangen, ne? Wir sind auch über diese Steine marschiert. Upa, vorsichtig.
So, dann lass uns mal die Sau anklicken. Da kann ich nicht laufen, da muss ich ihn reiten. Ja. Ein Wandersmann. Und dann geben wir diese Aufgabe heute noch ab. Oh, 45 Minuten. Oh, die Zeit rast. Wenn man keine hat, dann geht die am besonders schnell vorbei, ne? Jetzt müssen wir auch noch manuell dahin reiten. Bildstock, sehr schön. Zudem gibt es ja auch noch ganz viele Geschichten immer. Also das müsste man sich alles nochmal gemütlich durchlesen. Alles, was wir jetzt sammeln, haben wir in den nächsten DLC. Boah, Ausdauer, ey, Hammer. Da unten ist Sasau. Das ist ja eine ganz schöne Ecke weg. Aber die Weitsicht ist trotzdem monströs, oder? Das, was sagt denn die Zeit? Ja, verdammt. Ja. Da ist das Kloster. Da müssen wir die Aufgabe abgeben. Das machen wir nach dem Verkaufen. Geil. Also, das hat sich mehr als gelohnt. Also, vom Vermögen her, was man durch die Aufgaben macht, bist du hier ein gemachter Mann, ne? In Kingdom Come Deliverance. Ich gehe zu Stall zum Kloster hin. Hep. Da bist du hier echt ein gemachter Mann. Was haben wir denn hier noch für eine Aufgabe? Er hat bestimmt zu, ne? Das ist halt Schmied Scheiße. Die machen Feierabend. Warte. Habe ich noch Waffen im Pony? Höchstgeschwindigkeit erreicht. Von Anfang an. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sacht, wird eins mit der Glut, mit Boah, Adler. Ich will das nicht nochmal hören. Mikesh, hör auf. Glück und Gesundheit. Ja, lass uns handeln. Lebe wohl. Verkaufen. Ehe? Nee, ja, Ehe ist es. Warum nimmt der denn, kauft der denn so eine Scheiße hier? Goldener Zierkelch. Wie viel hat der überhaupt? 15k, Alter. Den nehmen wir Hasenfleisch. Bitteschön. Der kauft ja alles ab. Ist doch gut. Das, was ich gerade in der Tasche habe. Geld interessiert mich ja gar nicht, wie viel das wert ist. Die Bücher habe ich gelesen. Hauptsache, wir verdienen ein bisschen was dran. Oh, ein paar Silberkirche einkassiert, wa? Standhaft, wie viel was hast du denn? Schrott. Das habe ich alles in der Tasche? Jetzt im Ernst? Okay, das ist mal ordentlich eingekauft. Nein! Reparatur. Schaffen wir das zeitlich noch? Zum anderen Händler? Alles Gute. Warum habe ich den Kriegshammer nicht repariert? Gekauft, verkauft. So. Das weiß kein Rüstungsschmied, ich weiß, aber er hat repariert. Darum geht's mir. Ja. Wir sind in Sasau. Und das ist prima. Ich hasse sowas. Ja. So. Händler. Eigentlich habe ich jetzt Blödsinn verkauft, ne? Das hätte ich als hier beim Rüstungsschmied besser verkaufen können. Pferd. Das hat so viel da drin. Ich will gleich keinen Zentimeter mehr laufen. Ich verkaufe gleich meinen Kürass. Ich weiß es jetzt schon. Nein, Brennzeln will ich nicht verkaufen. Jetzt war so eine automatische Sperre drin. Maximale Überlastung. Oh, das ist zu. Das ist die Ladenwache. Nein, das ist die Tür auf. Vielleicht ist noch offen. Nein. Was willst du? Zu. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich gehe raus.
Mal gucken, ob man merkt, dass ich pipi muss, wenn das so wackelt. So, dann drücke ich mal T. Und dann warten wir mal wieder. Bis morgens. Hier sollte ja nichts passieren. Bringen wir unsere Groschen nach Hause ins Zuhause. So richtig schön die fetten Groschen nach Hause bringen. So. Sind wir mal so weit? Mann! Wir haben schon 20 nach 12. Wie soll ich das halt nicht alles schaffen? Ihr könnt ja nichts dafür. Ihr sollt gute Qualität weiterhin erhalten. Otto ist ja gar nicht da. Ist doch schon aus Reflex. Heinrich Otto. Kommt uns besuchen. Guten Tag. Gott sei mit dir. Nee, lass mal. Alles Gute. So. Alles weg. Keine Miete zahlt. Der hat nicht so viel, muss er aufpassen. Der hat genauso viel wie ich. Das ist so wertvoll. Guck mal. Boah. Geiler Helm, ey. Ach komm, die kriegst du noch drauf aus Haus. Geschenkt, mein Freund, geschenkt. Richtig Taler geschenkt. Lässt sich was am Preis. Nun. Wie soll man das noch verkaufen alles? Wo soll ich das ganze Geld herkriegen? Hier. Nun denn. Nun denn, wir haben mal so ein paar Tausend geschenkt. Wir sind noch überladen, aber das passt ja ins Pferd rein, das wissen wir ja. Scheiße, nee, haben wir viel Scheiße. Inventar, Rüstung. Ein Hin und ein Her ist es, ne? Da ist eine Kiste wieder. So, auf! Quest abgeben. Wir haben ein paar Groschen verdient, wieder mal. Auf zum Kloster, da reiten wir schnell, ich hab Lust jetzt. Was ist eigentlich die Ladezeit und das spart, ne? Obwohl, ich habe keine Lust, jetzt die Brücke und. Guck mal, diese Strecke. Wie faul. Wie faul. Das dauert jetzt genauso lange, weil wir laden müssen und er in Zeitlupe läuft. Okay, ich habe nicht gedacht, dass das so eine lange Folge wird. Ich dachte, ich schaffe heute nur eine halbe Stunde. Aber ich will auf jeden Fall wissen, ob das letzte Lager war oder nicht. Ob wir in der nächsten Folge nochmal ein Banditenlager ausheben müssen. Das war aber schon maximal groß für ein Lager, fand ich. Das war schon mehr als nur ein Lager. Das war schon eine Festung von Banditen. Viele Banditen, die wir niedergemetzelt haben. Und ich bin nicht einmal gestorben. Ich bin erstaunt. Nur einmal gemeckert kurz. Ja. Auf geht's. Nur einmal gejammert. Reite. Zack, zack, wa. Da ist es. Jetzt geht's um die Wurst. Was gibt es als Belohnung? Mann, bin ich schön sauber wieder. Wo bist du, du Sack? Bist du wieder oben oder bist du unten? Mann, immer muss ich dich suchen. Es gibt wahrscheinlich auch nur 2000, aber immerhin, ne? Und es ist das letzte Lager. So, erstmal Banditenohren. Wie immer. Tag. Trophäen übergeben. Ich habe... Dann zeig her. Sehr schön. Sehr. 6 Ohren gibt 210 Groschen. Das Lager ist Geschichte. Und jetzt geht's ab. Ach ja? Ja, kann ich beweisen. Hiermit. Gut, hier da. Ist deine Belohnung. Okay, jetzt? Deine Arbeit scheint getan. Oh. Dies sollte das letzte Lager gewesen sein, also herrscht hoffentlich eine Zeit lang Frieden. Okay. Alles klar. Keine weitere Aufgabe. Wieso lungerst du noch hier herum? Du hast die Aufgabe erfüllt, die Belohnung erhalten. Was willst du mehr?
Ein Dank wäre angebracht. Ein Dank wäre angebracht. Ich habe dir gedankt mit Groschen, aber wenn du auf Umarmungen und Lobeshymnen aus bist, solltest du den Bädern einen Besuch abstatten. Dort wirst du gewiss fündig. Und jetzt geh. Ich habe noch viel zu erledigen. Tschüss. Oh, Ladebild. Okay, wir haben es geschafft. Der hat eine Menge Kisten. Da steht bestehen, schade. Ich finde, der ist am liebsten mit dem Bogen geschießen, so ein Arschloch. Wir haben jetzt 11k wieder in der Tasche, Hammer. Hammermäßig. Also wir haben eigentlich Frieden geschaffen. Wir haben Frieden geschaffen und damit erstmal, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen.